Ja, herzlich willkommen hier an der KZ-Gedenkstätte Dachau zu unserem dritten Videorundgang, heute zum Thema Befreiung. Mein Name ist Michael Haas, ich bin hier Referent und am Sonntag, also am 3. Mai, hätte ja hier die große Befreiungsfeier stattgefunden zum 75. Jahrestag der Befreiung und über 90 Überlebende und auch Befreier wären gekommen. Aus bekannten Gründen musste das ja leider ausfallen, aber auf unserer Webseite findet ihr eben ein virtuelles Gedenken mit schriftlichen Grußbotschaften der Überlebenden und auch einer Bildergalerie. Und außerdem haben wir für euch auch eine Befreiungs-App zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk. Und diese Befreiungs-App zeigt euch dann auch nochmal Bilder. Und dort findet ihr auch Zitate, zum Beispiel von Überlebenden, wie sie diesen Tag erlebt haben. Mein Schwerpunkt wird aber heute auf der Perspektive der Befreier, der US-Soldaten liegen. Zum Beispiel, was wussten eigentlich die amerikanischen Soldaten, die dieses Lager befreit haben, von dem Konzentrationslager Dachau? Und die Antwort ist relativ einfach: wenig bis nichts. Und das hat einer der Soldaten der 42. Infanteriedivision sehr gut auf den Punkt gebracht, Lieutenant Jack Westbrook. Er schreibt: Bis zum 29. April 1945 hatte die Mehrheit von uns in meiner Einheit keine Kenntnis von den Anstrengungen der Nazis, die Juden zu vernichten. Sicherlich nicht von dem Ausmaß oder von der Auswirkung auf die Welt. Keiner von uns war sich über das Konzentrationslager Dachau im Klaren. Staatlicherseits waren wir unterrichtet worden, dass eine große Anzahl von Leuten von den Deutschen ungerechtfertigt gefangen gehalten wurde und dass sie in eine Art Sklaverei gezwungen wurden. Aber nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was ich in diesem kleinen Dorf nordwestlich von München in Bayern vor meinen Augen entfaltete. Also, der Generalstab des 15. Korps der 7. US-Armee wusste nicht einmal genau, wo das Lager sich befand. Und in den Tagen vor der Befreiung stieß also die US-Armee sehr schnell vor. Der Frontverlauf war sehr wechselnd. Dass die amerikanischen Soldaten keine rechte Vorstellung von KZ-Häftlingen hatten, zeigt auch eine der ersten Begegnungen mit Häftlingen. Ein kleiner Aufklärungstrupp der 42. Infanteriedivision trifft auf zwei junge Häftlinge. Und der Obergefreite Schaffner schreibt: Als wir die Außenbezirke der Stadt spät morgens erreichten, also die Außenbezirke von Dachau, trafen wir auf zwei 15-jährige Jungs, die uns anhielten. Sie trugen schwarz-weiß gestreifte Kleidung und offen gestanden waren wir erst einmal erschrocken und überrascht. Sie fragten, ob jemand Griechisch oder Spanisch oder Deutsch spreche. Ich hatte von meinen Großeltern Jiddisch gelernt, das ähnlich ist wie Deutsch, daher konnte ich übersetzen. Sie erzählten uns, wir müssten schnell kommen, weil da ein Zug mit toten KZ-Häftlingen auf einem Gleis außerhalb der Stadt sei. Und er fährt fort: Ich sagte diesen Jungs, weil sie seltsame Kleidung trugen, keine Spielchen mit uns zu spielen, wir wären amerikanische Soldaten. Und falls sie von einem Zirkus oder Karneval wären, hätten wir keine Zeit für Streiche. Aber sie beharrten darauf, es ernst zu meinen und die Wahrheit zu sagen. Es mag jetzt erstmal verwundern, dass Schaffner diese Jungs für Zirkusartisten hielt, aber man muss wissen, während der großen Depression in den USA waren solche Kinder von Zirkus oft unterwegs, um Besucher durch auffällige Kleidung zu gewinnen. Diesen Zug gab es wirklich. Und wir gehen mal zu dieser Gleisanlage rüber. Gibt es eine Frage? Nein, ich wollte nur Bescheid geben, dass ja die Besucher gerne Fragen stellen dürfen. Ja, das habe ich vergessen. Tut mir leid. Natürlich dürft ihr jederzeit Fragen stellen oder auch Kommentare.
schreiben. Und ich versuche natürlich dann möglichst gleich eure Fragen zu beantworten. Also, wir stehen jetzt hier vor dieser Gleisanlage, aber diese Gleise wurden niemals während der Lagerzeit benutzt, um Häftlinge in Güterzügen hierher zu transportieren. Also hier standen keine Deportationszüge. Über diese Gleise wurden Versorgungsgüter für die USS-Unternehmen, die in diesem SS-Lager waren, hineintransportiert. Aber es gab eine Gleisanlage für Deportationszüge. Und die Soldaten der 45. Infanteriedivision stoßen auf einen Zug aus 39 Güterwaggons, offenen und geschlossenen Güterwaggons. Und diese Waggons reichen bis auf die heutige Friedensstraße. Und was Sie dort sehen, beschreibt ein Informationsdienst für Offiziere. In diesen stinkenden Waggons konnte man Häftlinge sehen, die zu schwach gewesen waren, den Wagen zu verlassen. Ein paar hatten es versucht und waren unter dem Maschinengewehrfeuer der SS als blutige Klumpen vor einer der Wagentüren liegen geblieben. Auch ein kleines Mädchen befand sich darunter. In einem anderen Wagen saß ein vom Tode gekennzeichneter Mann mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Leichen seiner Kameraden, der eigenhändig sein brandiges Bein amputierte und den Stumpf mit Papier bedeckte. Darunter lag ein Häftling mit eingeschlagenen Schädel. Dicht neben ihm lag ein Mann, der so lange geschlagen worden war, dass seine Eingeweide am Rücken herauskamen, aber die meisten von ihnen waren einfach in der Haltung absoluter Erschöpfung gestorben, wie sie nur Verhungernde einnehmen können. In diesem Zug aus Buchenwald waren mindestens 4.500 Häftlinge. 800 hatten den Transport überlebt, 816, und waren in die Baracken hier im Häftlingslager getrieben worden. Aber in dem Zug, in den Güterwaggons, blieben rund 2.300 Leichen. Als die amerikanischen Soldaten der 42. Infanteriedivision an diesem Zug entlang gehen, finden sie tatsächlich noch einen Überlebenden. Und hier sieht man diesen Überlebenden zwischen zwei amerikanischen Soldaten. Er hatte sich bemerkbar gemacht durch Winken. Und dieser Mann war wahrscheinlich Abraham Pfaffner. Seine Identität ist nicht ganz geklärt. Er emigrierte dann in die USA und wurde Rabbi, er wurde Militärgeistlicher. Aber er hat seine beiden Retter in den USA oder an anderen Orten nie wieder gesehen. Während sich also die Soldaten der 45. Infanteriedivision durch das SS-Übungslager kämpfen und auch SS-Männer gefangen nehmen, ist ein kleiner Trupp unterwegs hierher zum Häftlingslager und an der Spitze ist General Linden. Und wir gehen jetzt mal zu der Brücke zurück. Wir stehen also jetzt genau dort, wo auch General Linden stand, nämlich auf der Brücke. Und ganz offensichtlich versuchte sich Gehör zu verschaffen. Die Häftlinge haben also schon das Jurhaus hier besetzt. Und wenn man genau hinschaut, dann kann man auch sehen, dass US-Soldaten versuchen, die Häftlinge zurückzudrängen. Denn es war für die US-Armee alles andere als leicht, die Häftlinge daran zu hindern, das Lager zu verlassen. Und dieser Mann hier an der Seite mit der Schirmmütze, das ist der letzte Kommandant dieses Konzentrationslagers, Heinrich Wicker. Er kommt am 29. April unter ungeklärten Umständen ums Leben. Diese Aufnahme entstand ja also eher gegen 18 Uhr. Denn Nico Rost glaubt ganz genau zu wissen, wann das Tor hier geöffnet wurde. Und wir gehen mal rein auf den Appellplatz. Ja? Es gibt schon die erste Frage. Wunderbar. Es stimmt, dass ein See in der Nähe ist, der mehr oder weniger als Aschegrab gebraucht wurde. Nein, das stimmt nicht. Es gibt zwar hier einen Teich,
Aber dieser Teich oder dieses Gewässer wurde nicht als Aschegrab genutzt. So etwas kam vor in Auschwitz. Dort wurde die Asche zu dem Fluss Sola transportiert auf Lastwagen und dann eben in die Sola hineingeschüttet. Wir gehen aber mal rein. Ja, wir stehen also jetzt hier auf dem Appellplatz des früheren Konzentrationslagers. Und wie gesagt, Nico Rost, ein holländischer Überlebender, ein Mitglied der KPD, ein Intellektueller und Übersetzer, der hier auch Tagebuch geführt hat, schreibt am 29. Es sei genau 17.28 Uhr gewesen, als das große Tor sich geöffnet habe. Und er wisse das so genau, weil er eben auf die Uhr der Kommandantur gesehen habe. Jetzt ist bis heute nicht ganz geklärt, wer eigentlich der erste Soldat, US-Soldat war, der dieses Lager betrat. William Cowling war zumindest einer der ersten, der durch dieses Tor ging. Und er schreibt in einem Brief an seine Familie gleich am 30. Mai 1945, als wir durch das Tor gingen, war keine Seele in Sicht. Dann kamen plötzlich von allen Seiten Leute, wenn man sie so nennen konnte. Sie waren dreckig, verhungerte Skelette mit zerschlissenen Kleidern und sie schrien, brüllten und weinten. Sie rannten auf uns zu und griffen nach uns, nach mir und den Zeitungsleuten, küssten unsere Hände und Füße und alle versuchten uns zu berühren. Sie packten uns und warfen uns in die Luft. Sie schrien sich dabei die Lungen raus. Also unter den ersten Soldaten hier waren auch Pressevertreter und eine von ihnen war besonders berühmt, Margaret Higgins. Margaret Higgins sollte später den Pulitzerpreis gewinnen. Und sie hatte schon über das Konzentrationslager Buchenwald berichtet, wollte also dann auch unbedingt über die Befreiung dieses Lagers berichten. Ja. Es gibt noch mal Fragen. Die eine Frage ist, wie es sein kann, dass eben die US-Truppen nichts wussten, wenn bereits im April 1934 in der US-Zeitung The New York Times ein Bericht darüber verfasst wird. Mhm. Und die zweite Frage stelle ich dann danach. Okay. Ja, das ist vollkommen richtig, dass es von Anfang an Artikel gab über das Konzentrationslager Dachau. Auch in der britischen Presse gab es einen Artikel 1934. Britische Journalisten durften zum Beispiel dieses Lager hier besuchen. Ihnen wurden ausgewählte Teile gezeigt. Das war auch ein Teil der Propagandastrategie der Nazis. Also ist es auch gut möglich, dass amerikanische Journalisten hier durchgeführt wurden, aber sie vermittelten ja nicht die Wirklichkeit des Lagers 1944-45. Und man darf auch nicht vergessen, dass Außenpolitik in den Vereinigten Staaten oder die Beschäftigung mit Außenpolitik für viele kein Thema war. Ja? Und die Vereinigten Staaten waren bis 1941 neutral und die Mehrheit der Bevölkerung wollte das auch so. Wollte nicht hineingezogen werden in diesen europäischen Krieg. Dann die zweite Frage. Wie haben die US-Soldaten die Anwohner dazu gebracht, in das KZ zu gehen und sich das anzuschauen? Indem sie sie gezwungen haben. Also sie mussten einfach gehen. Ja? Ähnliche Aktionen gab es auch zum Beispiel in Buchenwald. Die Anwohner mussten auch dabei helfen, die Toten zu bestatten. Bauern zum Beispiel mussten ihre Fuhrwerke zur Verfügung stellen und insbesondere Nazi-Funktionäre mussten dann eben bei der Beerdigung helfen. Gut, wir gehen aber weiter zu der einen Baracke, um zu schauen, was die Häftlinge dort in den Baracken erlebt haben mit den Amerikanern.
Man darf sich also die Befreiung auch nicht so rein chronologisch vorstellen. Vieles lief gleichzeitig ab. Türme wurden einzeln befreit. Es gab immer noch Schusswechsel. Also es war nicht einfach so eine durchorganisierte Übergabe. Ja, wir gehen jetzt, wie gesagt, zu einer der Baracken und die Baracken, die hier stehen, sind ja nicht original erhalten. Sie wurden nachgebaut, als die KZ-Gedenkstätte Dachau errichtet wurde, 1965. Und diese Baracken, die versuchen ja zu zeigen, wie sich die Lebensumstände der Häftlinge von 1933 bis 1945 verändert haben. Und gerade in der Endphase des Lagers, allein vom Ende des Jahres 1944 bis April 1945 starben 15.000 Menschen an Fleckfieber. Also diese Endphase war in den Konzentrationslagern mit die schlimmste. Hinzu kam natürlich der Hunger und in den Lagern, auch in Dachau, grassierten Seuchen, nicht nur Fleckfieber, sondern auch Typhus, Ruhr und Tuberkulose. Aber wir gehen mal rein. Ja, dieses Bild hier vermittelt einen gewissen Eindruck von der Situation in den total überfüllten Baracken. Allerdings muss man dazu sagen, hier in dieser Reihe stand das Krankenrevier. Hier stand keine Wohnbaracke. Einer, der hier im Krankenrevier war oder in einer Revierbaracke war, Edgar Kupfer-Koberwitz. Edgar Kupfer-Koberwitz war ein politischer Häftling, war 1940 ins Lager Dachau verschleppt worden und er hat ein geheimes Tagebuch geführt und er beschreibt einen Amerikaner, der eben ins Krankenrevier kommt. Ein Soldat ist im Revier, ein Amerikaner, gleich wird er hier sein und gleich darauf ist er da. Ein Hühne im Stahlhelm, lächelnd, ganz ruhig und gummikauend. "Hello boys", sagt er, sie umringen ihn. Jeder gibt ihm die Hand, wer ein paar Worte Englisch kann, sagt sie ihm. Der kleine italienische Advokat, ein älterer Mann, kriecht aus dem Bett, geht hin, gibt ihm die Hand. Er steht neben dem Riesen wie ein Zwerg. "I thank you for all what you have done for us", sagt er und schaut mit nassen Augen zu dem großen Soldaten auf. Der sagt, oh, das war nicht schlimm, nur so ein kleines Gefecht. Und er geht durch den Raum, umringt. Alle Hände strecken sich nach ihm entgegen. Er beginnt zu singen. "It's a long way to Tipperary, it's a long way to home." Alle singen mit. Er geht wieder. Alle rufen, winken. Ja, dieses Zitat gibt in gewisser Weise ein typisches Bild wieder, dass die KZ-Häftlinge, dass die Überlebenden von den US-Amerikanern hatten. Sie waren ja nie in Amerika, sie hatten wenig Ahnung von der Gesellschaft dort und sie identifizierten die Befreier mit den Hollywood-Helden aus Western oder den Helden aus Abenteuerromanen. Also solche Beschreibungen oder ähnliche Beschreibungen findet man in vielen Tagebüchern. Die Situation war aber eine einzige humanitäre Katastrophe. Allein im Krankenrevier waren 4.205 Patienten. Die größte Zahl war bettlägerig und pro Tag starben 140 Menschen. Marcus Smith, ein Arzt des Displaced Persons Teams Nummer 115, schrieb, überall herrscht der Gestank von Verwesung und Exkrementen. Einige der Patienten sind zu schwach, um die Latrinen zu erreichen
oder falls sie es schaffen, zu kraftlos, um in ihre Betten zu kriechen. Für die Amerikaner war also die größte Herausforderung neben der Beschaffung von Nahrung auch die sanitären und medizinischen Verhältnisse zu regeln. Und sie schaffen es, innerhalb von nur wenigen Tagen bis zum 3. Mai ein riesiges Lazarett aufzubauen, und zwar auf dem SS-Gelände in 18 Gebäuden. Zwei sogenannte Evacuation Hospitals werden dorthin verlegt und es werden mobile Krankenstationen eingerichtet mit einer Chirurgie, mit einer Röntgenabteilung. Es gibt sogar Diätspezialisten. Und so gelingt es, immerhin ja, innerhalb eines Monats die Sterblichkeitsrate, die anfangs 17% betrug, zu drücken. Und Marcus Smith kann am 10. Juni in einem Brief schreiben: Es war traurig, die kritisch erkrankten Patienten sterben zu sehen, aber es war eine wunderbare Erfahrung zu beobachten, wie der physische und geistige Zustand der meisten Patienten sich besserte. Wenn ich mit ihnen spreche, merke ich, dass ihre Gespräche sich von denen vor 6 Wochen unterscheiden. Damals konnten sie nur über Essen reden. Jetzt erwähnen sie ihre Familien, ihr Zuhause, ihre Pläne für die Zukunft. Und einer der Überlebenden, Georg Tauber, hat auch sehr schön festgehalten, wie die Amerikaner vorgingen. Also hier sieht man ein Sanitätskorps mit einer mobilen Desinfektionsanlage. Alle Häftlinge wurden mit DDT zum Beispiel desinfiziert gegen die Kleiderläuse, weil die Kleiderläuse waren hochgefährlich, sie haben das Fleckfieber verbreitet. Und hier sehen wir eine Reihe von Häftlingen, die anstehen, um durchgeimpft zu werden, vielleicht gegen Typhus. Ja, gibt es dazu vielleicht Fragen? Dann gehen wir weiter zum Wachturm B. Nachdem die US-Soldaten den Todeszug entdeckt hatten und auch die vollkommen abgemagerten Häftlinge, waren sie natürlich außer sich vor Wut. Gerade bei dem Todeszug waren viele US-Soldaten regelrecht psychisch zusammengebrochen. Es war für den Kommandierenden Felix Spark, so schreibt er später, ausgesprochen schwierig, die Disziplin aufrechtzuerhalten, als seine Leute durch das SS-Lager, durchkämpften. Ja? Gibt es noch eine Frage? Haben sich vereinzelte US-Soldaten bei oder nach der Befreiung ebenfalls angesteckt? Das weiß ich nicht. Das glaube ich aber, das weiß ich wirklich nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass auch die Ärzte, US-Soldaten und so weiter desinfiziert worden. Also das DDT, das ja heute verboten ist, das hochgiftig ist, wurde auch eingesetzt, um eben das Personal zu desinfizieren. Und es wird auch beschrieben, dass zum Beispiel in diesem neu errichteten Krankenhaus die ehemaligen SS-Gebäude erst einmal gründlich desinfiziert wurden mit einer 2%igen Desinfektionslauge. Aber wir gehen mal zum Turm B rüber, beziehungsweise auf die Höhe des Turm B. Ja, da sieht man schon den Turm B. Und dort fanden Erschießungen statt. Hier sieht man ihn nochmal. Man sieht am Würmkanal eben auch 5 tote SS-Männer in einer Reihe liegen.
Und dieses Bild wurde von einem amerikanischen Fotografen aufgenommen. Wie schon gesagt, wurden ja die Wachtürme einzeln befreit. Die SS-Wachen wurden gezwungen, herunterzukommen. Und beim Turm B war es so, dass dort eine Wachmannschaft aus 17 SS-Männern war. Sie mussten sich in einer Reihe aufstellen und wurden alle erschossen. Was genau vor sich ging, lässt sich heute nur schwer rekonstruieren. Ein Überlebender hat geschildert, dass einer der SS-Männer nach irgendetwas griff und dass daraufhin der wachhabende US-Soldat den Abzug seiner Maschinenpistole durchgezogen habe und eben alle SS-Männer erschossen habe. Es kam also während der Befreiung auch zu Gewalttaten, zu Gewaltexzessen, nicht nur von US-Soldaten, sondern eben auch durch Überlebende. Wir gehen davon aus, dass mindestens 39 SS-Männer getötet wurden. Und das wurde durchaus auch untersucht von der US-Armee. In einem Bericht kommt dann der zuständige Offizier Whittaker auch zu dem Ergebnis, dass die beteiligten Soldaten wegen Mordes angeklagt werden sollen. Allerdings haben höhere Stellen kein Interesse an einer weiteren Verfolgung der Fälle und argumentieren, die Männer seien seit 30 Tagen in ununterbrochenem Kampfeinsatz gewesen. Ja? Es gibt noch eine Frage. Wie viele der gefundenen Lebenden konnten gerettet werden und überlebten? Das ist gar nicht einfach zu sagen. Das kann ich echt nicht beantworten, so auf die Schnelle. Was ich sagen kann, ist, dass bereits im Juni, nur noch 12.000 ehemalige Häftlinge hier im Lager waren. Das heißt, die meisten waren schon entweder in Displaced Person Camps gebracht oder sie waren auf dem Weg nach Hause in ihre Heimatländer. Die meisten, die hier noch waren, also diese 12.000, waren osteuropäischer Herkunft, die aus irgendwelchen Gründen nicht zurückkamen. Also die Situation hat sich wohl in diesem Monat deutlich gebessert. Aber wie gesagt, die Mortalität, die Sterblichkeit war, als das Hospital eingerichtet wurde, sehr hoch mit 17%. Wir gehen jetzt zum Schluss zum Krematoriumsbereich und dort werden wir dann einen ganz ähnlichen Weg gehen, den einer der US-Offiziere der 42. Infanteriedivision gegangen ist. Sein Name war Walter Fallons. Und er hat dort ganz erstaunliche Beobachtungen gemacht. Die beiden Gebäude, die dort stehen auf dem Krematoriumsareal, die sind ja original erhalten. Das kleine Krematorium von 1940 und das große Krematorium, die sogenannte Baracke X, wie die SS dieses Gebäude nannte. Wir werden dabei auch über eine kleine Brücke gehen. Diese Brücke existierte zu der damaligen Zeit noch nicht. Sie wurde erst wohl Ende der 40er Jahre gebaut. Und das bedeutet, das Gelände, auf das wir jetzt gehen, wo eben die beiden Krematorien standen, war vollkommen abgeriegelt. Und nur ein Arbeitskommando, das sogenannte Sonderkommando, durfte dorthin, um eben die Leichen dorthin zu transportieren und auch um sie einzuäschern. Hier vorne sehen wir also konfessionelle Mahnmale. Dazu wird es übrigens auch noch mal einen eigenen Rundgang geben. Und diese Mahnmale hier, diese religiösen Mahnmale, sind alle in den 60er Jahren entstanden. Ja. Es gibt
eine Frage noch zum Thema KZ-Bordell, ob aus diesem Überlebende gerettet werden können. Ja, wurden. Also tatsächlich war es so, dass in dem Konzentrationslager Dachau, hier in dem Hauptlager, zum Schluss auch 300 Frauen waren. Diese Frauen waren nicht alle aus diesem Konzentrationslager-Bordell. Aber wie viele von ihnen gerettet werden konnten letztendlich, das kann ich nicht sagen, aber es waren 300 rund. Und das war natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Übrigens, bei unserer Befreiungs-App könnt ihr dann auch eine Ärztin finden. Lingens war ihr Name, sie war auch schon Ärztin in Auschwitz und sie berichtet, wie das hier war. Genau, weil du gerade am Fragen beantworten bist. Es gibt noch eine Frage zum Thema, ob die Gebäude verfallen sind und dann abgerissen worden sind oder von den Befreiern direkt entfernt wurden. Die Baracken hier? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Also die Fundamente, die man jetzt hier sieht, sind nicht original. Sie wurden gelegt, während die Gedenkstätte errichtet wurde. Sie markieren nur, wo eben Konzentrationslagerbaracken standen. Man sieht ja auch Nummern, weil auch die Baracken nummeriert waren. Die Fundamente sind so mit Kies gefüllt, weil diese Fundamente an Massengräber erinnern sollen. In diesen Baracken sind ja vor allem dann zum Schluss auch ständig Menschen gestorben. Und dann gibt es noch eine Frage zu etwas, was du gesagt hast. In der Baracke fiel der Ausdruck Diätspezialisten. Ja. Man hört aber auch oft, dass viele nach der Befreiung, also viele Inhaftierte nach der Befreiung durch falsche Ernährung starben. Ja. Wie viel wusste man damals tatsächlich über die Ernährung dieser ausgehungerten Menschen? Also erstmal möchte ich noch was zu den Baracken sagen. Die alten Konzentrationslager-Baracken wurden nämlich weiter genutzt von der bayerischen Staatsregierung ab 1949 als Flüchtlingslager für deutsche Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, und zwar bis 1962/63. Dann wurden sie abgerissen, weil sie verwohnt waren. Also es gab nicht gleich eine große Gedenkstätte. Im Gegenteil, das ehemalige Areal hier hat man Wohnsiedlung Dachau Ost genannt. Und noch zu den Diät-Spezialisten. Tatsächlich war es so, dass sehr viele Häftlinge so ausgehungert waren, dass sie normale Kost überhaupt nicht mehr vertragen konnten. Und es war hochgefährlich, ihnen eben normales Essen zu geben. Das wird auch immer wieder berichtet, dass Häftlinge unter Krämpfen starben oder sich übergeben mussten. Und wenn eben US-Soldaten ihnen eine Notration der US-Armee gaben. Diese Kost war viel zu fettreich und nun haben die Ärzte oder das Personal in diesem Hospital versucht, die Häftlinge nach und nach an normales Essen zu gewöhnen. Haben da in gewisser Weise auch rumexperimentiert, muss man sagen. Dieses Essen war, um es kurz zu machen, sehr nährstoffreich. Vor allem, das berichtet eine Krankenschwester sehr drastisch, musste man ihnen langsam beibringen, dass sie keine Angst mehr haben mussten zu hungern. Denn viele Häftlinge hatten diesen Kampf um Essen, um Brot verinnerlicht und versteckten Brotkrusten unter ihren Kopfkissen. Also dieses Lagerverhalten geben die ehemaligen Häftlinge wohl erst nach und nach auf. Ja, wir kommen jetzt hier übrigens auch an oder sind gerade vorbeigekommen
an Baracken hier. 26, 28, 30. Diese Baracken waren für Priester. Hier waren also Priester aus Deutschland, aus den besetzten Ländern eingesperrt. Und einer dieser Priester bzw. Theologen war ein gewisser Karl Adolf Groß. Und der hat sich hier auch immer aufgehalten. Und Karl Adolf Groß, der schreibt auch etwas über die Erschießungen hier am Turm B. Und da wird auch deutlich, dass die Überlebenden Erschießungen, Lynchjustiz, durchaus nicht gut hießen, zumindest nicht alle. Der Karl Adolf Groß schreibt in sein Tagebuch: Windgasse berichtet mir, dass die Leichen der getöteten SS-Posten beim westlichen Wachturm noch unbestattet umherlegen. Also das war der 30. April dann. Ich entschloss mich hinzugehen und mich persönlich von der Richtigkeit der Mitteilung zu überzeugen. Es stimmte, da lagen sie noch in den Uniformen, die nun schon einem vergangenen Zeitalter angehörten. Arme Verführte, auch um euch weinen sich zwei Augenpaare wund. Die eigentlich Schuldigen seid ihr nicht, die haben sich aus dem Staub gemacht. Dazu muss man natürlich schon kritisch anmerken, dass SS-Männer nicht nur Verführte waren, sie taten diesen Dienst freiwillig, sie mussten sogar bestimmte Kriterien erfüllen, um in die SS aufgenommen zu werden. Zum Schluss gab es allerdings Zwangsrekrutierungen und Luftwaffensoldaten zum Beispiel wurden auch zum Dienst hier eingezogen. Außerdem, Karl Adolf Groß war ein Mitglied der Bekennenden Kirche, also eine Organisation, die gegen das NS-Regime opponierte. Ob es bei der Befreiung zu sexuellen Übergriffen gekommen ist? Hier im Lager? Nein, davon ist mir nichts bekannt. Also hier im Lager sicherlich nicht. Es ist mir auch nichts bekannt, dass US-Soldaten also sich irgendwie an Frauen, an Mädchen der Dachauer Bevölkerung vergangen hätten. Also darüber habe ich bis jetzt nichts gelesen. Was man sagen kann, ist, dass die US-Soldaten natürlich nicht verstehen konnten, dass die Dachauer immer behaupteten, sie hätten davon nichts gewusst. Und es gibt sogar einen Bericht, dass Frauen, insbesondere Frauen, aber auch einige Männer wohl, an dem Todeszug nach Wertgegenständen unter den Toten gesucht hätten. Und der US-Soldat, der das berichtet hat, meinte, sie seien wie ein Schwarm Piranhas gewesen. Also, es ist für die US-Soldaten natürlich nur schwer erträglich, nach all dem, was sie hier gesehen haben, den Deutschen noch irgendwas zu glauben. Ja? Vor allem, wenn sie behaupteten, keine Nazis zu sein.
So, ja. Wir sind also jetzt auf diesem Krematoriumsareal, das wie gesagt isoliert war, separiert war von dem Häftlingslager. Eigentlich hat dieser Bereich hier zum SS-Lager gehört. Und wie schon gesagt, Walter Fallens inspiziert dieses Areal hier am 6. Mai. Und er schreibt jetzt: Ja, vielleicht zuerst, wenn man sich hier so umschaut, ist dieses Gelände ja sehr parkähnlich und es wurde ja wie ein Friedhof, wie ein Friedenshain eben in den 60er Jahren angelegt. Aber schon damals war es eben auch bepflanzt. Es gibt historische Fotos, wo man zum Beispiel auch Tannen sieht. Und das schildert auch in gewisser Weise Fallens, der über das SS-Gelände kommt. Früh am Morgen inspizierte ich das Krematoriumsgelände. Es war mehrere hundert Yard vom Eingangstor entfernt. Also mehrere hundert Meter, wahrscheinlich kam er vom SS-Lager. Es bestand aus mehreren großen Gebäuden und war von außen durch eine breite, gepflegte Hecke verdeckt, die über 12 Fuß, also ca. 3,70 Meter hoch war. Als ich durch das bogenförmige Tor ging, traf ich auf einen regelrechten Garten, kurzgeschnittenes Gras, Blumenbeete entlang der Fußwege, ein Springbrunnen und mehrere Vogelhäuschen mit an- und auffliegenden Turteltauben. Und dann kommt Lieutenant Colonel Fallens zu der Hinrichtungsstätte und dort gehen wir jetzt mal hin zu dem sogenannten Blutgraben. Also Fallens muss ungefähr hier in diesem Bereich gestanden sein oder gegangen sein. Und hier war eben dieser sogenannte Blutgraben bzw. der Genickschussstand. Und Fallens beschreibt, was hier passierte. Zuerst kam ich zu der Hinrichtungsstätte, einer kleinen Fläche, die von einer Hecke vollständig umschlossen war. Dort sah ich einen 30 Fuß langen, also 9,15 Meter langen, und 4 Fuß, also ca. 1,22 Meter hohen Erdwall. Hier mussten die Häftlinge antreten, 6 in einer Reihe. Sie mussten sich hinknien, mit dem Gesicht auf die Erde, während sie die SS aus 2 bis 3 Fuß Entfernung, also 60 bis 92 Zentimeter, durch Genickschuss gleichgültig ermordete. Also von dem Erdwall sieht man heute nichts mehr. Fallens ging dann weiter und er schreibt, er käme zu einem großen Lagerhaus. Und damit meint er das große Krematorium. Man muss dazu sagen, dass es zum Schluss keine Kohle mehr gab, um die Toten einzuäschern.
und dass die Amerikaner überall im Konzentrationslager Tote fanden, übereinander gestapelt, auch in den Baracken natürlich. Und hier gab es zwei Totenkammern. Und eine der Totenkammern war hier. Und Ferenc schreibt über die Totenkammern: In diesem großen Gebäude waren die nackten Leichen von Männern, Frauen und Kindern aufeinander geworfen wie Kartoffelsäcke. Der Gestank war schrecklich. Ich übergab mich dreimal in weniger als 5 Minuten. Es war der entsetzlichste Geruch, den ich je erlebt hatte. Die Türen sind ja jetzt zu, also auch die Öfen sind ja original erhalten. Dieser Ort, das Krematoriumsareal, war von Anfang an ein Ort des Gedenkens und der Trauer. Und das hat auch wieder Georg Tauber festgehalten. Georg Tauber war übrigens nicht aus politischen Gründen in dem Konzentrationslager Dachau. Er war auch nicht jüdischer Herkunft. Er trug den schwarzen Winkel und das bedeutete, er gehörte zu den sogenannten Asozialen. Er war wegen seiner Morphiumsucht ins Lager gekommen, war straffällig geworden in den 30er Jahren und kam erst in das Lager Sachsenhausen und dann eben nach Dachau. Und er zeichnet hier diese Befreiungsgedenkfeier. Ob sie genau hier stattfand, bei diesem großen Krematorium, kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle fand sie auf dem SS-Gelände statt. Aber es könnte schon sehr gut sein, dass wir hier das große Krematorium sehen. Auch sogar der Regenabfluss würde stimmen. Hier ist also eine Bühne aufgebaut und ein Überlebender hält eine Rede. Man sieht einen Sarg. Dieser Sarg steht hier stellvertretend für die 41.500 Toten, die von 1933 bis 1945 ermordet wurden hier. Und man sieht eben Überlebende, die hier sitzen. Und im Grunde genommen findet dasselbe bis heute statt. Bis heute kommen hierher Überlebende und auch Befreier. Und ein Überlebender hält eben hier eine Rede. Das ist der zentrale Ort des Gedenkens bis heute. Und mit diesem Bild möchte ich mich von euch verabschieden und euch auch nochmal darauf hinweisen, auf unsere Website des virtuellen Gedenkens und euch eben ganz herzlich danken, dass ihr so lange dabei wart, auch wenn ich überzogen habe. Also, herzlichen Dank und macht's gut. Habt ihr noch Fragen vielleicht? Ich schau mal kurz. Ah ja, es gibt tatsächlich eine, die jetzt gerade noch mir angezeigt wurde. Ja. Wurden die Toten von Anfang an im Lager verbrannt oder wurden sie zu Beginn noch begraben? Und wenn ja, gibt es diese Gräber noch? Also die Sache ist so, am Anfang gab es gar keine Krematorien. Das kleine Krematorium, das hinter diesen Bäumen ist, wir können da auch mal kurz hingehen. Das kleine Krematorium wurde erst 1940 errichtet, weil immer mehr Häftlinge ins Lager kamen. Auch kranke Häftlinge, die aus anderen Konzentrationslagern kamen und die dann hier starben. Und bald hat die Kapazität der beiden Öfen hier drin nicht mehr ausgereicht. Und darum hat die SS ein neues großes Krematorium geplant, die sogenannte Baracke X, mit 4 Spezialöfen. In den 30er Jahren wurden die Toten zu einem Münchner Friedhof gebracht und dort eingeäschert. Es gibt hier auf diesem Gelände Gräber. Wir nennen sie heute Aschegräber. Es sind 4 Aschegräber. 2
davon sind hinter den Bäumen, zwei hinter der Baracke X. Aber während der Lagerzeit waren das schlichtweg Gruben. Die SS betrachtete die Asche der Toten schlichtweg als Müll. Und es gibt am Leitenberg ein Massengrab. Als es keine Kohle mehr gab, zwang die SS die Toten zum Leitenberg zu bringen. Das mussten Häftlinge machen. Und dort wurden sie eben verscharrt. Das ist hier ganz in der Nähe. Ja. Noch eine Frage? Wunderbar. Dann nochmal herzlichen Dank und macht's gut.